Hallo Leute und damit willkommen zu einer neuen Folge Arc Alpha. Heute werden wir uns ein bisschen um die Kibbelvorbereitung kümmern, ein bisschen Dünger produzieren, Beete neu bestücken und die Raptoren eventuell noch einen zähmen. Also sind ja noch ein paar zähmen, wenn wir welche finden. Mal gucken, ob wir das alles in dem Video machen oder dann in einem anderen. Ich ja. Du brauchst doch nicht den Kopf in den Sand stecken, mein Freund. Es ist doch alles gut. Ja, sieht ein bisschen aus wie so eine neue Pflanzenart oder sowas. Mit Federn. Eieiei. Also, Simon, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du deinen Dinos beibringst, aber naja, lassen wir das so stehen. So, genau hier haben wir nämlich die Samen, die wir brauchen. Ich weiß es nicht, wie viele wir brauchen. Nehmen erstmal alles mit. Ja, dann schmeißen wir das schon mal da rein. So, dann packen wir nämlich erstmal die ganzen Samen da rein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was am schlauesten ist, wovon wir ein paar mehr machen. Müssen wir dann schauen. Ich würde sagen, fürs Erste machen wir wahrscheinlich von jedem erstmal ein und hier weiter Narkobären, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Kibbel wird ja dann wahrscheinlich auch recht schnell produziert. Und wir haben ja eh noch nicht die Menge an Eiern, die wir brauchen. Wir müssen ja auch noch viel mehr Dinos zähmen, die wir auch allein schon für die Eier für den Kibbel brauchen. Also dieser Dino ist mir ein Rätsel. Er produziert auch fliegende Scheiße. Ja, ist sogar noch ein bisschen mehr drin. Sehr schön. Und die ersten Beete düngen wir schon mal. Hier schmeißen wir provisorisch einen Kothaufen rein. Jetzt haben wir Mais, Karotten, Kartoffeln und Zitronen angepflanzt. Narkobeeren, da haben wir im Moment nicht den Dünger für. Ich war jetzt eine Woche lang nicht online auf dem Server. In einer der nächsten Folgen werde ich übrigens auch den Server, ich werde ihn nicht öffentlich stellen, aber die Zugangsdaten auf YouTube veröffentlichen in dem Video. Dann müsst ihr euch nicht immer bei mir melden, dann könnt ihr einfach das Video gucken und dann stehen die Sachen da, die werden auch ab dann immer unter dem neuesten Video in der Beschreibung drin stehen. Ich weiß nicht genau, was mit Ichoi los ist, aber ich glaube, der muss mal geflogen werden, glaube ich. Also ein Raptor ist es nicht, aber hier ist einfach ein roter Pteranodon. Sehr, sehr cool. Na, den zähme ich doch auch sehr gerne. So, kurz Pfeile ausrüsten. Ich habe noch die Darts gehabt, aber die sind recht teuer, die hebe ich mir für was anderes auf. Aber so ein roter Petri ist ja ziemlich cool. Und wir haben auch gar kein Petri mehr. Deswegen trifft sich das eigentlich sehr gut. Der sieht mega geil aus. Einfach ein Alpha-Pteranodon. Nicht schlecht. Jetzt aber natürlich auch noch Primeat besorgen. Kommt man ja manchmal von Argis. Muss ich erst den Pegomastax killen, sonst klaut er mir gleich noch meine Flinte oder so. Und da liegt da der Argy. Oh, 6 Primate. Die nehmen wir mit. Da freut sich unser Petri. Aber das dauert so lange, bis ein Petri essen muss. Das Problem. Okay, jeden Moment müsste es soweit sein. Ich lege immer normales Fleisch rein, falls ich ein bisschen länger weg bin und das Primate verdirbt. Oh, 50% genau. Oh, das ist gut. Könnte auch sehr ärgerlich werden. Je nachdem. Ja. Kann sein, dass er jetzt genau 99,9% bekommt dann. Weil er eben keine 100% Effektivität hat. 99,9 ist. Vielleicht ist er dann noch genau, bekommt er jetzt nicht nochmal 50 dazu, sondern nur 49,9.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Das wäre sehr ärgerlich. Aber ich bin guter Dinge, dass das Ganze klappt. Und wenn er dreimal essen muss, dann ist es eben so. So, ein paar Narcotics hauen wir eben noch rein. Und dann gucken wir gleich mal, wie das Ganze ausschaut. Nein! Hey, gib mir meine. Was ist mit dir los? Hey! Dich kill ich ekelhaft. So, schön gebolert und dann gibt's Schrotkugeln in den Kopf. Was ist mit dir los? Kommt einfach und frisst den Petri. Na, nehmen wir uns den Giga. Mit dem haben wir eine 100% Siegeschance. Gegen den Alpha Rex war es sehr knapp. Aber ein Raptor, Alpha Raptor auch, wenn er Level 100 ist, glaube ich. Ich meine, ich habe den ja schon mal gesehen. Schaffen wir das ganz locker. Dann machen wir es eben so. Sonst einmal hinten, dass der Giga mitmacht. Alles auf passiv. Na gut. Guckt euch das an. 709 Schaden pro Biss. Level 20 nur? War das doch ein anderer? Okay. Den Beutel fallen lassen? Ne. War das nicht der, den ich meinte? Aber egal. Frust haben wir rausgelassen. Der Giga die Klaue? Muss dann ja. Aber warum kriegt der eine das und der andere das? Ja, hat er wirklich. Das macht keinen Sinn. Naja, egal. So, wir sind wieder bei der Base. Die Lystrosaurier immer schön anhauen. Gucken. Dich wollte ich nicht, dich wollte ich. Dass wir die alle noch leveln. 2000 Leben. Ich habe jetzt gesagt, ich werde auf 2500 bis 3000 Leben hochgehen. Ich kann nur noch mal die Stats von allen zeigen. Die hatten wir in der letzten Folge gezähmt. Unser Raz ist unser stärkster Raptor. 2880 Leben mittlerweile. Fast 900 Ausdauer. Nahkampfschaden von 312,5%. Das ist an sich sehr, sehr stark. Nahkampfschaden habe ich noch überhaupt nicht geskillt. Bei gar keinem von denen. Wie gesagt, wir gehen erst wahrscheinlich eher auf die 3000 Leben als auf nur 2,5. Und danach wird alles in Nahkampfschaden geballert. Vielleicht ein bisschen Ausdauer und Bewegungsgeschwindigkeit noch. Ja, aber ihr seht es ja, die Stats, die sind bei allen sehr gut. Hier Kralle, das ist unser Schwächster. 1300, glaube ich, auch der Einzige, der keine 2000 Leben hat. Dafür ist der Nahkampfschaden bei dem eigentlich schon recht gut für sein Level im Vergleich zu den anderen. Und ich denke, das wird alles noch ziemlich krass werden, was wir mit den vorhaben. Also das sind ja absolute Killermaschinen. Wenn man da genau weiß, wie man die einsetzt, das ist verrückt. Also werden noch krasse Sachen passieren. Wird natürlich auch alles in Videoform kommen. Wird ziemlich wild, was wir mit denen vorhaben. Jan und Simon haben scheinbar auch Säbelzahntiger gezähmt, wie ich sehe. Die level ich mal nicht, aber ich gucke. Oh. Okay. Na gut, die Stats sind relativ kacke, aber na gut, so ein Level 28er. Ah, Diego aus Ice Age. Auch nicht schlecht. So, das war's dann jetzt aber auch von dieser Folge Ark Alpha. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ihr könnt auch sehr gerne Kommentare schreiben, Verbesserungsvorschläge oder auch mal ein paar Namen für die Dinos. Einige haben ja noch keine. Unser Giga zum Beispiel, dem fehlt auch immer noch einer. Und ja, ich antworte auf eigentlich alle Kommentare. Also sehr gerne welche schreiben.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Arc Alpha wieder oder zu einem Formel 1 Video oder zu irgendeinem Stream. Wird man sehen, was da als nächstes kommen wird. Ich kümmere mich hier off-cam jetzt noch ein bisschen darum, dass ein bisschen Dünger produziert wird. Und dann bis dahin, mach's gut, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.